herzlich willkommen im Pik Albatros Palace Hotel in Port Ralib. Port Ralib ist in der Region Masa Alam. Masa Alam erstreckt sich aber über 300 Kilometer, beginnt in El-Kizir und endet fast im Sudan. Und wir sind hier ziemlich in der Mitte, relativ nah am Flughafen Masa Alam. Und wir sind jetzt am Abend und da ist es natürlich Pflicht, dass wir das Abendkleid zeigen und die Restaurants. Wir sind hier im Olive, das erste Buffet-Restaurant. Wir haben zwei Buffet-Restaurants hier. Das Hotel ist relativ großräumig und ich habe mich schon ganz schön verlaufen. Und ich spitzel jetzt einfach mal, bevor eröffnet wird, hier rein und schaue, was geboten wird. Hier ist die Salatbar. Man stellt sich die Salate selbst zusammen. Die Brotbar. Also ich habe den Anfang entdeckt. Dann haben wir hier aber schon das Süße. Auf der anderen Seite haben wir aber noch mal Vorspeisen. Ja, und wunderschön. Es ist natürlich, dass man hier super klasse im Außenbereich sitzen kann. Und es ist schön windgeschützt. Und ich liebe die Hotels am Abend, wenn sie illuminiert sind. Das ist wirklich schön anzuschauen. Das ist wunderschön eingedeckt. Nicht selbstverständlich. Mit Stoffservietten, Bestecktischsets und natürlich gibt es das warme Buffet. Ich darf jetzt ein bisschen spitzeln, schon vorab. Roast Beef. Wow. Ich komme mal ein bisschen näher, weil es spiegelt sonst. Das wird natürlich hier aufgeschnitten. Wir lassen es aber zu, damit es ja nicht kalt wird. Der Reis gehört obligatorisch als Beilage dazu. Wir haben hier Gulasch. Gulasch hat nichts mit dem deutschen Gulasch zu tun. Gulasch ist wie eine Art Blätterteig, gefüllt mit Hackfleisch, manchmal auch Kartoffeln dazu, die Bohnen und traditionell, das wirklich lecker schmeckt hier in Ägypten, das sind die Auberginen, Auberginenauflauf und Kartoffelpüree. Ich liebe hier wirklich in Ägypten Kartoffelpüree zu essen. Baked Potato gehört natürlich auch dazu. Das sind schon die schnellsten, die bevor das Buffet anfängt, schon schauen. Front Cooking wird auch gemacht. Heute Hähnchen, Chicken Barbecue. Hier gibt es das frische Gemüse. Bei uns gibt es wirklich nur saisonales Gemüse, aber Karotten, Auberginen, Zucchini, die sind ganzjährig bei uns und werden wirklich nur kurz gegrillt. Blumenkohl und Brokkoli gibt es wirklich auch bei uns viel. Und hier gibt es noch ein Süppchen. Also, es ist sehr, sehr appetitlich, ein schönes Ambiente und hier unten, ja, da dampft noch etwas, da schaue ich schon auch noch hin. Hier gibt es ein Aperitif und ein kleine Snacks. Und also hier muss man sich sein Essen schon erarbeiten, ne? Da braucht man schon mal erstmal ein bisschen, um zu schauen und sich zu orientieren, was man möchte. Man ist hier noch in den vollen Zügen der Vorbereitung. Hallo. Fisch gehört natürlich auch dazu, wenn wir hier am Roten Meer sind. Sweet Potatoes, das ist etwas, was bei uns hier wirklich auch auf der Straße verkauft wird.
machen sie wieder zu, genau damit nichts kalt wird. Die Grillstation, wo es Beef Burger gibt, aha, heute Hamburger, dann Kofta, Kofta und hier nochmal, Achtung, die Peperoni, sie können oft sehr, sehr scharf sein. Und Hähnchen. Also, wer da nichts findet, was das Herz begehrt. Und für diejenigen, die ganz frischen Salat möchten, die sind hier richtig und lassen sich ihren Salat frisch aufschneiden. Ja, jetzt habe ich aber gehört, hier oben sehen wir es noch einmal, der Olive, das ist das eine Restaurant. Und jetzt gibt es noch das Alfredo. Da gehen wir jetzt mal mit Mohammed hin. Mohammed hilft mir hier, genau. Und nutzen es wirklich mal die Gelegenheit, hier das Palace in Port Ralib bei Nacht zu sehen. Am Abend ist es ja nicht gestattet, die Pools zu nutzen, auch nicht gestattet, ins Meer zu gehen. Es ist eine sehr, sehr große Anlage. Ich habe mich wirklich noch nicht ganz zurechtgefunden. Ich habe mir zwar den Plan angeschaut, es liegt aber mitten in der kleinen Stadt Port Ralib. Port Ralib ist ja eine künstliche Stadt, die ein Scheich gebaut hat vor etwa 35 Jahren. Er hat auch den Flughafen gebaut und ursprünglich wollte er auch einen Kanal zwischen Flughafen und der Stadt machen, dass man auf dem Seeweg hier ankommen kann, aber leider ist er vorher verstorben und der Sohn des Scheichs, der hat keine Ambitionen mehr, das jetzt fertig zu machen. Und hier leuchtet uns schon entgegen Alfredo. Alfredo ist das zweite Buffet-Restaurant und neugierig wie wir sind, schauen wir natürlich, ob es ein anderes Angebot gibt oder ob es einfach nur wegen Platzgründen zwei Restaurants gibt, wo man schön sitzen kann. Also hier nochmal der Olive von ein bisschen erhöhter Perspektive und auch die Poollandschaft und was ist das? Pooldeckbar. Die Pooldeckbar, die untertags unseren Durst stillt. In diesen Restaurants kann man natürlich auch frühstücken und Mittagessen. Bei uns wird es immer sehr früh schon sehr dunkel. Man hat so das Gefühl, in Ägypten ist es etwas dunkler als woanders. Im Winter geht die Sonne bei uns ja um 4:30 unter. Aber im Sommer auch nicht viel später, um 6:30. Das heißt, wenn man dann vom Schwimmen nach Hause, also ins Zimmer geht, sich umzieht und rausgeht, ist es dunkel. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich richtig rum beginne. Aber das macht nichts. Wir fangen jetzt einfach mal hier an, wo wir sind. Ja, hier ist Rinderfilet oder Rindersteak. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn die Rinder hier, die waren gestern noch am Leben. Deswegen sind sie oftmals ein bisschen gut zum Kauen. Also sie sind nicht immer so zart. Hier Brokkoli und Blumenkohl wieder. Die Pasta-Station Arrabbiata. Also es ist ein anderes Angebot. Eindeutig. Cordon bleu. Dann haben wir hier aber noch einmal als Beilage Püree. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Wir sind hier ein bisschen mehr, so wie es auch der Name schon verrät, das ist ja auch das mediterrane Restaurant auf der italienischen Seite. Lasagne, gegrilltes Gemüse. Oh, gefüllte Calamari. Das ist natürlich etwas für die Seafood-Liebhaber. Die Pasta-Station, die darf nicht fehlen, wo man sich seine Pasta-Spezialitäten à la minute selbst machen lassen kann. Eine Suppe. Man kann sich immer zwischen Bolognese, Tomatensauce,
Pesto aussuchen, Bechamel auch. Man kann wirklich auch von den Vorspeisen Garnelen holen und sich selbst Rudimare machen. Hier gibt es aber sogar italienisches Seafood. Braucht man gar nicht selbst zusammenstellen. Bruschetta, also. Es ist so, wie es der Name verspricht. Wir haben ein mediterranes Restaurant, das ist das Alfredo. Auch mit Pizzastation, darf ja nicht fehlen. Immer wieder beliebt. Und natürlich auch die Brotstation. Getränke werden serviert. Und ich bin sicher, es gibt auch Salat und süßes Salat, sehe ich hier hinten. Es ist hier ein bisschen kühler gehalten, das Restaurant. Aber sehr schön eingerichtet, sehr modern. Salate, kleine Vorspeisen. Übrigens, dieser Käse ist Schafskäse, aber auch wenn er ziemlich schnittfest aussieht, er ist sehr weich. Erinnert so ein bisschen an Quark. Ja, und dann haben wir auch ein à la carte Restaurant. We have also one à la carte restaurant. What's this in the room? Yes. And you have to make a reservation, you can get it one time. Okay. Das à la carte Restaurant ist nicht jetzt hier direkt um die Ecke. Ich versuche das auf jeden Fall am nächsten Tag, morgen, noch einmal zu finden. Das darf man einmal pro Aufenthalt nutzen. Aber ich denke, hier in diesen Restaurants ist natürlich auch jeden Tag verändertes Angebot. Und das lässt das Herz schon höher schlagen. Ja, natürlich haben wir auch Süßes hier. Die Ägypter lieben Süßes. Manchmal erinnert es ein bisschen an die griechische und türkische Küche. Aber auch frisches Obst ist im Angebot. Wir haben gerade Erdbeerzeit. Es wird wirklich immer saisonal angeboten. Es gibt nicht alles immer. Datteln sind noch aktuell, sind aber schon abgeerntet. Bananen gibt es immer bei uns. Die kommen aus Luxor. Und ja, da habe ich jetzt hoffentlich genug Appetit gemacht. Das ist die kulinarische Seite hier aus Quadrale, aus dem Big Albatros Palace. Und wenn Sie mehr Lust haben, dann schauen Sie uns einfach nochmal zu, wenn wir das Hotel bei Tag präsentieren. Ich wünsche noch alles Gute und vielleicht sehen wir uns hier mal selber und ich hoffe einfach ein bisschen Lust auf Quadralip, auf Masala Mona zu haben. Tschüss!